Hi Leute, willkommen auf ein neues Video. Heute geht es darum, dass wir lernen, was man auf einer türkischen Hochzeit tanzen kann. Dafür haben wir eine extra wunderbare Tanzlehrerin mitgebracht, die liebe Kübra. Sie ist original aus Trabzon. Wer mich kennt, ich bin nicht original aus Trabzon, ich komme aus Gümüşhane, das heißt, ich bin ein Fake Trabzon, aber sie ist original aus Trabzon und sie wird uns heute die türkischen Tänze beibringen. Ich bin die Kübra İskender, ich bin 26 Jahre alt, unterrichte schon seit 2012. Meine Tanzgruppe heißt Karayel, die existiert seit 2014 und tanzen tue ich eigentlich schon seit klein auf. Ich habe früher Hip-Hop gemacht, aber mein Spezialgebiet ist jetzt türkische Volkstänze. Okay, liebe Kübra, welche drei Tänze sollte man auf einer türkischen Hochzeit kennen? Meiner Meinung nach Horon, aber diesen Block habt ihr ja schon gehabt. Ja, Hammer. Dann machen wir doch einfach Çiftetelli Mistek in der Richtung, Halay und Roman. Halay und Roman. Çiftetelli, Halay und Roman. Jetzt kommen die drei Tänze, die Basics dazu. Wir fangen mit Çiftetelli an. Was sind die Besonderheiten bei Çiftetelli? Worauf muss man achten? Takt. Beim Tanzen ist generell Takt sehr wichtig, aber bei Çiftetelli zeigt man eigentlich mit Takt, dass man das kann. Und wie du im Endeffekt auf einer Hochzeit tanzt, das ist dir überlassen. Die Männer nehmen die Arme eher nach oben, die Mädels haben sie weiter unten. Ich selber nehme sie auch manchmal hoch. Was man mit den Armen ganz genau macht, ist auf einer Hochzeit nicht geregelt. Das kannst du dir selber aussuchen. Das Wichtigste ist Takt. Was man mit den Füßen macht, ist meistens eigentlich nach rechts und links zu gehen. Genau. Also Leute, das ist der Standard türkische Tanz. Jeder Türke hat es eigentlich im Blut. Für die Leute, die es vielleicht nicht im Blut haben oder sich mal das mal nochmal anschauen wollen. Es geht tatsächlich so, dass man wirklich nach Takt die Hände schnipst. Ne? Ich mach's richtig. Genau. Die Männer natürlich so ein bisschen hier selbstbewusster, ein bisschen imposanter. Und nach Takt halt, es kann langsamer sein, schneller sein, die Frauen ein bisschen süßer, ein bisschen, ne, so ein bisschen weiblicher, ja. Weiblicher, genau, so ein bisschen mehr geschmeidigere Bewegungen, würde ich sagen. Es ist wirklich sehr einfach, Übung, würde ich sagen. Einfach mal Çiftetelli Musik aufmachen und danach Hände schnipsen und üben und wirklich mit der Musik dann üben. Diesen Tanz kann man, glaube ich, auch in der Gruppe tanzen und zu zweit tanzen, gell? Das macht mehr Sinn, statt alleine. Ja, also bei auf Hochzeiten sowieso immer mit dem Partner oder in einer Gruppe, aber auf der Bühne kann man das natürlich auch alleine tanzen. Genau. Und die ganz Fortgeschrittenen, die nähern sich auch mitten im Tanz, glaube ich, die drehen sich auch mal an Schulter etc., aber das kann alles, genau, das kann alles der Remsi euch beibringen, der hat das besser drauf als ich. Also bei mir geht es um die Basics. Gehen wir zum zweiten Tanz. Jetzt machen wir mit Halay weiter und zwar, Kübra, erzähl uns mal, wie man Halay tanzt, die Basics. Der langsame Part ist eigentlich sehr einfach, 4 Schritte vor, 4 Schritte zurück. Worauf man achten muss, ist einfach nur, dass man mit links aufhört, besser gesagt, wenn man vorgeht, der 4. Schritt ist mit links und der 5. Schritt ist auch mit links. Das ist dieser schwere Bereich, aber ansonsten ist es sehr einfach. Okay, kannst du es mal vorzeigen? Ja klar. Ganz langsam. Wir fangen mit rechts an und machen 4 Schritte vor. Und los. 1, 2, 3, 4. Und jetzt machen wir 4 Schritte nach hinten, auch wieder mit links. Und los. 1, 2, 3, 4. Und das war's schon. Okay, sieht einfach aus. Einfach mal nachmachen. Und zwar ist es auch ein Tanz, den man unbedingt in der Gruppe tanzen sollte. Und zwar, wenn ihr auf einer türkischen Hochzeit schon wart und einen riesigen Kreis an Menschen gesehen habt, die haben entweder Halay getanzt oder Horon getanzt, dass ihr das einordnen könnt. Ja? Halay macht mit vielen Leuten erst Spaß, würde ich sagen. Ja? Es gehört sich auch so. Genau, einfach eine Menschenkette, Familie, Freunde etc. Und dann üben. 4x vor, 4x zurück. Ja. Ja. Wir können es auch gleich Ding machen. Wir können es auch mal üben, oder? Einmal komplett 8 durchmachen. Also 4 vor, 4 zurück, das gibt dann 8. Okay. Und mit rechts anfangen. Los. 4, 3, 4. Jetzt hast du schon den Fehler reingemacht. Ja, ich mache es mit Absicht, damit man die Fehler hier verbessern kann für die ganzen Leute hier. Das sind Halay'da ben nasıl... Ben Halay'da zaten var ya, kendim başkalarına bırakıyorum, öyle automat oluyor. İşte öğlelerinden biz nefret ediyoruz. Ben sizi çok seviyorum. Yanında bir şeyler yapıyor ama yapamıyorum. Bir şeyler değil, yapıyorum tamam mı ben? Çekmiyorum lan bir daha halay. Deneyelim. Çekmiyorum değil mi? Okey, tamam. Başlıyoruz. Başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Son 2, 3, 4. Das war's schon.
Jawohl, perfekt. Ich kann Halay. Kommen wir zum dritten Punkt, liebe Leute. Aber wie ihr schon seht, haben wir schon zwei komplett unterschiedliche türkische Tänze gemacht. Jetzt kommen wir zum dritten türkischen Tanz, den wir heute behandeln wollen. Aber wie ihr seht, sind das komplett unterschiedliche Tänze. Die Türkei hat eine sehr, sehr vielfältige türkische Tanzkultur und es macht einfach wahnsinnig Spaß, diese Tanzkultur zu erkundigen. Ich glaube, die Kübra kann mich da bestätigen. Sie kennt viel, viel mehr Tänze und das ist einfach der Wahnsinn, liebe Leute. Ich würde mich wirklich, wenn ihr Interesse dazu habt, würde ich mich freuen, wenn ihr sie abonniert und sogar vielleicht mal kontaktiert, um auf eurer Hochzeit oder auf einer anderen Hochzeit selber die Tänze tanzen zu können. Unser dritter Tanz heißt Roman Havası und da überlasse ich dir die Aussage. Kontrolle. Kontrolle, ja. Also es ist nicht so einfach wie bei den anderen zwei Tänzen. Hier wird auch ein bisschen schneller gezählt, es wird ein bisschen anders gezählt. Ich hoffe, du kommst hinterher. Man kann es wieder in sehr verschiedenen Schritten tanzen. Wenn man das auf der Bühne tanzt, hat man sowieso feste Schritte, die man nimmt. Aber auf Hochzeiten nimmt man meistens den rechten Fuß und fängt an. Ich zeige es dir einmal komplett vor. Bir, iki, üç, dört, beş ist der Schritt. Und so wird das auch gezählt. Man kann es auch linksrum machen, aber generell nimmt man auf Hochzeiten den rechten Fuß. Ich glaube, vielleicht kannst du mich da bestätigen, ich glaube, es ist eher ein Tanz, was die Frauen mehr tanzen als die Männer. Eigentlich sollte es nicht so sein, aber wenn man so generell die Hochzeiten beobachtet, dann stimmt das sogar. Aber es ist schade, weil es ist auch ein Männertanz. Das tanzt nicht nur der Frau. Ja. Aber ich kann das bestätigen, die Männer tanzen es ein bisschen ungern. Aber die Frauen haben richtig Spaß an dem Tanz. Das merkt man auch tatsächlich. Bei den Männern sollte es auch natürlich anders aussehen. Ja, wie okay. Bei den Frauen. Und diesen Tanz wird die liebe Kübra einmal nochmal vormachen. Den werde ich nicht tanzen. Dem Klischee entsprechend. Von daher. Also da stimme ich dir eigentlich gar nicht zu, weil bei Damen ist es einfach mehr Kraft, sag ich mal, also mehr Hüfte mit dazu nehmen. Wie vorhin auch gesagt, die kann man machen. So, das wäre jetzt ein bisschen mehr wie bei den Damen. Und bei den Männern kann man den Fuß von oben nehmen und eine breitere Schritte nehmen. Wie, aber da ist die Hüfte immer noch sehr, sehr viel dabei. Ja. Ja. Ja, ist aber cool, dass man es gesehen hat. Die kann wirklich sowohl männlich als auch weiblich tanzen. Das finde ich richtig krass bei ihr. Echt, eine echte Tanzlehrerin. Muss. Wo war nochmal Karajel? Karajel ist in Ulm, in Neu-Ulm, in der Tanzfabrik momentan. Wir haben jetzt, fangen wir mit neuer Saison an, mit neuen Tänzen. Also wenn ihr euch mit beteiligen wollt an den Tänzen, dann wäre es jetzt die perfekte Zeit, sich anzumelden. Genau, sie einfach anschreiben, am besten über Instagram. Ich werde sie nochmal verlinken. Ansonsten hätte sie noch ein Anliegen, was ich unbedingt sagen soll. Und zwar ist sie schwanger und nicht übergewichtig, liebe Leute. Ich bin nicht fett, ich bin schwanger. Ja, das wollte ich, das musste ich sagen. Sonst hätte sie das Video nicht mitgemacht. Ne? Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Ich hatte Spaß. Ich weiß nicht, ob ich die Tänze wirklich gelernt habe. Ich konnte sie, ich habe sie ein bisschen im Blut. Aber ob ich die jetzt perfekt mache, ist doch wurscht. Hauptsache, ich habe Spaß daran. Genau. Also, liebe Leute, danke fürs Zuschauen. Ciao.